Moin und Servus, liebe Leute, willkommen zurück bei mir, der Jörg zockt und Bloodborne jetzt hier in Ebene 2 des vorletzten Dungeons. Ich bin gerade auch mutig, dass sie einfach so reinrennen. Okay, irgendeiner hat hier gewaltig Agro. Ha. Ja, der einzige Weg hier lang. Natürlich mache ich das jetzt genauso weiter wie davor auch. Also sprich, einfach nur den Hauptweg entlang. Nein. Hier ist keiner mehr. Da hinten ist einer. Aber was wir noch hier schauen. Da hinten läuft noch mal einer. Okay, mehrere. Boah, fuck. Mein Gott. Ist aber auch das eine der Klingel, ne? Oder? Ja, muss ja. Soll wie hier rumlaufen. Boah. Scheiße. Okay. Ja. Gut, dann bleibe ich doch erstmal kurz da unten und clear da erstmal alles, bevor ich weiter hier nach oben renne. Alter Verwalter. Hä? Aha. Gibt's hier irgendwas? Ach, das sind die, die hier so rumkloppen. So. Ah, jetzt bin ich auch hier. Ah, ich könnte fast sehen, dass jetzt so ein Schuss von dem hier auch gewaltig zieht. Ach, der ist da unten. So, wo ist jetzt der andere Typ da? Mich gerade eben umgebracht hat. Hier oben, oder? Ne, ist ein anderer. Aha. Wo ist denn der? Auf jeden Fall irgendwas läuft hier noch. Ah, da ist er. Doch nicht. Nein, 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 nein. Scheiße. Lol.
Ja, ne. So auch nicht. Ach, jetzt kommt das Ding wieder runter. Geil. Okay, das lasse ich so lieber. Krasse Scheiße. Da ist der. Na, der hat auch schon umgeschalten. Dreckshacke. Ah, gibt's denn hier jetzt noch was? Nee. Gott. Dann mal noch zu dem oberen, der meine Seelen hat. Kerzenständer. Hä? Ach genau, da hinten. Da war das. So. Sehr schön. Ah, okay. Jetzt bin ich dann hier oben. Wo ich dann hätte theoretisch ja gesehen auch hier mit dem Aufzug dann hochgehen können, wenn der eh schon hochgeht. Ah, eine Truhe. Die nehmen wir natürlich ganz klar mit. Wenn wir schon hier sind. Ritualblutschuhe 5, sehr schön. Das durfte ich für den letzten Dungeon brauchen. Ja, gut. Da hinten noch eine Leiche looten. So. Dann halt mal zu dem Viech da hinten. Ah, schon so eine. Gut. Die pushen Wahnsinn. Ist natürlich schon mal schlecht. Ja, Sackgasse. Ja. Bleibt immer nichts anderes übrig wie hier runter. Ist nichts, ist auch nichts. Auch nicht. Hä? Hier. Kommt das hier hin? Yeah.
Nein. Nee. Scheiße. So, die Frage ist jetzt, wenn ich bis dahin durchrenne, wie viele Gegner folgen mir? Oh, probieren wir einfach mal. Dach. Hi. Okay. Hier würde es theoretisch noch runtergehen. Na, toll. Gut, egal. Das Durchrennen auf jeden Fall funktioniert. Ja. Gegner sind hier keine mehr. Halber. Ich traue diese Irren hier nicht. Bam. Nice. So, ist jetzt dieser Scharfschütze hier oder was auch immer das darstellen soll. Da. Puh, sehr schön. Weg zum Boss ist frei. Da war noch was zum Looten. 85.000. Ja. Vorher soll ich wieder zurückrennen, weil die Gegner habe ich ja nicht besiegt. Nee, deswegen ein Level up geht noch. Ja. Sollte zumindest. Oder? Sie ist 95. Ja, geht schon. So. Gut, die Zeichen eines starken Jägers können wir auch nochmal gerade kaufen. Ein paar zumindest. Na, reicht. So. Molotovs 4, dann ist Maximum, okay. So. Sehr schön. Ab zum Boss. Darum wird das letzte Ritual dann stattfinden. Voraussicht jetzt natürlich, ich habe dann schon alle Materialien, aber jetzt sind wir dann gleich, also mehr oder weniger. Muss erst für die zweite Ebene Boss, dann die dritte Ebene genauso. Dann kriege ich den Kelch, um den letzten Dungeon freizuschalten. Aber ich könnte jetzt fast wetten, dass der zweite Boss jetzt hier auch nicht gerade ohne ist. Ich hoffe natürlich immer mal noch auf eine leichte Rota, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Schau. Natürlich muss dann aus meiner Ladebalken weg. Danke. So. Das war hier, ne? Ja.
zum Boss. Ja, die Seitendinger mache ich erstmal wieder nicht. Ja, nehmen wir gleich erstmal das hier. So, dann schauen wir mal. Ach, der schon wieder. Ja, ne? Oh Mann. Richtig geil. Ich glaube, ich sollte da erstmal seine erste Attacke abwarten. Oder so. Muss ja auf jeden Fall hinten durch an seine Füße. Aufpasser der alten Fürsten. Nette Schusshündchen. Okay, da macht auf jeden Fall irgendwas mit hier Lava. Ach gut, geht auch irgendwann noch weg. Sehr schön. Ja, ne? So viel dazu. Fuck. Gut, die A1-Schläge bringen da auch nicht wirklich viel. Ha. Na, probier mal einfach mal. Wie das mit denen ist. Gut. Ja. Ja, klasse. Der hier ist jetzt natürlich ätzend. Ne. Und ich hoffe immer, oder ich warte immer nur drauf, bis der rennt. Ist auch natürlich hier hundsgefährlich, wenn er mich einmal da trifft. Also hundsgefährlich, hahaha. Wenn er mich einmal trifft, bin ich weg. Wow, scheiße. Hä? Ah. Okay, ich muss also aufwarten, bis er hier seinen Kopf so komisch hoch macht. Macht aber nicht. Na, jetzt vielleicht? Nee.
Hallo? Na los, renn her, braves Hundi. Pfff. Macht er alles nicht. Ah, jetzt. Nee. Ah, jetzt. Oh, shit. Oder alternativ, ich warte auf die komischen Lavaseen. Dann könnte ich ihn nämlich einmal treffen und dann muss er natürlich tierisch aufpassen, nicht wegrennen, dass sie nicht in die Lava rennen. Oder am besten beides, weil gerade eben war ich irgendwie jetzt gerade hier leicht irritiert. Einmal wegrollen hätte ja theoretisch gereicht. Okay. Alter, hat der Scheiß viel Life. Nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Also Kopf hoch, muss ich schauen. Pfütze regt auf. So. Falscher Angriff. Oh, shit. Ja, ne? Ne, ich bleib mit der Lavasee-Methode. Kann es natürlich nur ewig dauern. Und ich hoffe natürlich auch, dass er keine anderen Phasen hat. Doch mal was anderes. Mag er es wohl immer. Hallo. Auf jeden Fall schnappt er immer nach links, ne? Ah. Okay, das würde so natürlich funktionieren, vorausgesetzt, wie gesagt, er hat keine anderen Phasen. Oh Mann. Hallo?
Tja, so dass er jetzt wohl die anderen Angriffe hier gewaltig selten macht. Momentan hier, doch, da habe ich das. Kann ich natürlich mal ausprobieren. Ja, das scheint dann irgendwie nicht zu jucken. Ja, normal, vielleicht war es noch irgendwie ein Bug oder so. Nö. Gut. Machst du jetzt mal was anderes? Kruzifix. Nee. So will ich ihn auch nicht. Wow. Nee. So auch nicht. Wie kriege ich das denn? Ah. Oh shit. Fuck. Oha. Ah. Wo ist er? Da, gut. Aha, in die Fresse zieht gewaltig. Wow. Nee, alles die falschen Angriffe. Jap. Na, dachte ich mir, dass ich da jetzt ein bisschen zu weit weg bin. Nein, falscher Angriff. Alles klar, direkt Ass ins Maul. Ist ja nicht so, dass es gewaltig drin ist. Boah. Uiuiui. Schade. Ne, das bringt so nichts. Wow. Oh nein. Okay, alles klar, wenn der das macht, also nicht in der Nähe stehen. Hui, das hat er schon länger gemacht. Das war jetzt kein Treffer im Mund. Oder ist es da mittlerweile immun oder so hat? Keine Ahnung. Nein. Weg da. Boah. Nein.
Irgendwie hat er jetzt nicht die Immunität. Irgendwie. Feuergefällig? Ja, gut, das war mir fast klar. Kannst du jetzt mal wieder was anderes machen? Nein. Schnappt dann immer noch mal normal nach mir? Nein. Verkackt. Scheiße. Oh, fuck. Nein. Stehen wir ein bisschen zu weit weg. Ja. Scheiße hier, ich treffe den gar nicht mehr. Oh. Wow. Krass. Okay. Nein. Ja. Also ich denke mal, ich werde mir da jetzt dann auch in der nächsten Folge allerdings irgendwas anziehen mit Feuerresistenz. Ach, kann ich auch jetzt schon mal eigentlich. Feuer. Da haben wir 60. Auch 60. Dafür alles andere nur auf 20. Okay. Na, theoretisch würde das eigentlich auch gehen, weil normal treffen darf der mich ja eigentlich eh nicht. Oder was war denn das andere? Da war doch noch eins. Da. 20. Ja gut, machen wir das so wieder. Unter 10. Okay. Da gibt es wohl groß nichts anderes. Kann ich aber das hier drin lassen. Ja, das auch. 60. Ja, da auch. Ja, ist in dem Fall nur die Kopfbedeckung. Gut, das geht eigentlich dann auch. Aber ich muss ja nicht mal zurück Waffe reparieren. Ha. Krasse Scheiße. Aber wegen was auch immer ich den zum Schluss nicht mehr getroffen habe. Ach, sollte reichen. Und das hier dann auch nichts bringt.
es hier nochmal irgendwas anderes gibt. Ne. Das sollte echt das Höchste sein. Ja, ist alles rot. Ja. Yep. Gut. Oder haben wir sonst irgendwie ein Item, was wir bringen könnte? Auf jeden Fall das hier wieder weg. Das auch, weil das bringt hier rein gar nichts. Das hier könnt ihr natürlich mal ausprobieren, ne? Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Stille Carbon auffindbar macht. Nee. Trifft Gegner, mit sie ihre Orientierung verlieren. Naja, das ist so der Vorteil ist bei dem Hund da. Wenn der sich mal schneller umdreht, bin ich ratzfatz weg. Das Ganze kann ich eh nicht einsetzen. Wer weiß, probiere ich jetzt einfach mal aus. Ob das hier irgendwas bringt. Hier ist mir schon mal nicht egal. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid gegen diesen tollen Hund da. Und ja, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Haut rein, Servus und Ciao.